Wir werden sehen. Wir werden sehen. Eine Armee, also. Ja. Wir sehen Eisen. Wir sehen Lenia und noch mehr Eisen. Tor ist verschlossen und lässt sich auch mit großer Kraftanstrengung nicht aufbrechen. So wie die anderen drei, hä? Ja. Also, durch den Spalt. Der Spalt führt mitten in das Herz von Ulatas Reich und wird von zahllosen Dämonischen bevölkert. Folgt Talia durch den Spalt. Talia will sich Ulata alleine stellen, scheint die Gefahr aber zu unterschätzen. Wenn sie stirbt, ist der Splitter verloren. Mhm. Talia ist nicht gewillt, den Splitter rauszugeben. Sie ist eher versessen auf ein Duell mit Ulafa. Sie darf nicht versagen, sonst ist der Splitter verloren. Sie braucht Unterstützung. Vielleicht ist später noch Zeit, über den Splitter zu sprechen. Mhm. Gucken wir mal. Da unten ist auf jeden Fall irgendwas unterwegs. Ah. Der Sklave des Feuers. Das Gute ist, hier ist sehr viel Holz. Lenia könnte ein bisschen Mangelware sein. Das heißt, wir müssen mehr mit Kampftruppen durch als mit anderen Trupps. Obwohl, da ist Lenia. Hier oben ist auch nochmal Eisen. Ja, was wir halt hier nicht haben. Ja, Wildschweinchen. Wir haben sogar einen kleinen See zum Fischen. Na, ziemlich gut zum Fischen sogar. Und wir haben Holz direkt um unsere Basis drumherum. Hier wäre auch nochmal Fisch, aber zu wenig, als dass es sich rentieren würde. So, und Gott sei Dank können Gegner nur von hier kommen. Ja, ja. Meinen ersten Holzfäller richte ich am besten hier oben irgendwo. Ich bin müde. Und ja, die Baupläne bringen mir absolut nichts. Was jetzt? Arbeit, immer nur Arbeit. Das Gebäude ist einsatzbereit. Wagen wir uns mal einen Schritt weiter vor. Feuermeister, oh.
Und ja, ich kann schon mal vorwegnehmen, der Spalt ist auch nicht gerade ein hübscher Ort. Also von der Map her. Und ja, was ich auch gleich sagen kann, Feuerwerfer können wir uns komplett sparen. Das sind Feuerdämonen. Denen macht Feuer nicht so viel aus. Wo sonst? So, jetzt warten wir, dass wir das Holz für die Schmelze zusammenkriegen und errichten die auch in der Nähe. So, währenddessen warten wir, dass unsere Runenkraft sich ein bisschen auffüllt. Aber ich denke, wir können jetzt nochmal 5 holen, die Lenia sammeln. Lasst uns lieber Krieg führen. So, dafür brauchen wir ein Schnitterzelt. Na los! Oh, ein Feuerling will uns besuchen. Das Gebäude ist einsatzbereit. So, dann brauchen wir noch mal weitere 6. Runenkrieger, zu mir! Okay, wir können den Feuerling tatsächlich in Brand stecken. Die Linien müssen halten! Gleich mal so unpraktisch. So, eine Fischerhütte. Gut. Lasst uns lieber Krieg führen. So, und ein Nahrungslager. Halte mal, was soll das jetzt werden?
Okay, ich glaube, die sind nur auf Patrouille. Ich hoffe es mal. Na los! Standhalten, Männer! Wir werden angegriffen! Ja, ich glaube, die patrouillieren nur. Wir werden angegriffen! Weil gegen die alleine könnte ich nicht viel ausrichten. Wohin? Gut! So, dann brauchen wir ein mittleres Haupthaus. Von mir aus hier oben. Okay, da kommt noch ein Feuerling angerannt. Vorsicht, Gegner! Standhalten, Männer! Oh gut, sie ziehen wieder ab. Was jetzt? Du kannst ruhig hier unten Bäume fällen. Feuerspucker kommt wieder. Okay, die patrouillieren da unten zum Glück nur. Wohin? Okay, Erich, lasst uns lieber Krieg führen. Erst Keulenschnitzer. Schon dabei!